Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Samir, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest hier zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal. Und wir sind heute mal wieder in Blau unterwegs. Das heißt, es geht heute um das Addon Tram München. Denn es ist jetzt vor einiger Zeit oder immer mal wieder ein paar Updates für Tram München erschienen. Und die möchte ich mir jetzt hier gerne nochmal mit euch gemeinsam zusammen anschauen. Mal gucken, was sich hier so getan hat in den letzten Zeiten. Ich glaube, der Livestream, der ist jetzt nun schon mega lange her und die letzte Folge, die ich davon aufgenommen habe, ja, die lief halt auch nicht so rund, muss ich dazu gestehen. Ich habe hier nochmal ein bisschen was an den Einstellungen hier eingestellt. Das sollte jetzt alles im Allgemeinen doch ein bisschen runterlaufen. Mal schauen, ob das Ganze, wie gesagt, jetzt dementsprechend funktioniert. Und ja, was sehen wir denn jetzt so auf den ersten Blick? Wir sehen auf jeden Fall schon mal, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich es vergessen habe oder ob das jetzt wirklich neu ist, ja. Und zwar diese orangen Häuser, die wir hier hinten sehen, hier. Ja, wo mein Mauszeiger aktuell ist, die sind doch neu, oder? Also mir kam nicht bekannt vor, denn ich glaube, man ist hier immer in so ein leeres Ende reingefahren, ja? Also wenn man jetzt von dem, ich glaube, Sendlinger Tor gekommen ist, Richtung Scheidplatz, ja, war das dann hier immer relativ leer gewesen. Das ist jetzt wohl bebaut worden, finde ich eigentlich ziemlich coole Sache. Und ja, ihr seht auch, ne, die Performance hat sich doch deutlich verbessert, ja, zu den letzten Malen, die wir hier rumgecruised sind. Also ein bisschen Einstellung muss man denn doch machen. So ein bisschen wie bei OMSI, ja, da ist nicht eine Einstellung gilt für alle Karten, sondern man muss das Ganze dementsprechend halt auch mal ein bisschen anpassen. So, ich will aber mal sagen, wir springen mal jetzt hier rein, hier greifen wir unseren Schlüssel, denn ja, was jetzt natürlich hier ein bisschen neu ist, ist natürlich das hier, ne? Ich hoffe, das funktioniert. Ha, schön. Denn, oh, achso, geht's auf. Wir können jetzt dementsprechend jetzt hier auch nach hinten wieder fahren, aber dazu brauche ich den Schlüssel. Gib mir meinen Schlüssel. So und so. Dann hier müssen wir den Schlüssel reinstecken. Und jetzt können wir hier dementsprechend halt auch rückwärts fahren, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Achso, naja, klar, das geht jetzt natürlich nicht, weil die Straßenbahn natürlich aus ist, ja. Also die sollte schon gestartet sein. Aber ihr seht, ne, also das gleiche wie jetzt auch beim GT6 oder beim KT4D funktioniert das Ganze hier dementsprechend halt auch. So. Okay. Jetzt so. Das ist natürlich auch cool, ja. Das schließt nicht einfach so, man muss den Schlüssel doch nochmal reinstecken und alles sowas. Also das ist schon ziemlich cool, auf jeden Fall. So, aber wir wollen natürlich hier ein bisschen rumcruisen, ne? Von daher, das war ja falsch. Ach, mein Gott, der Bio, der macht schon wieder hier Schindluder. Oh, come on. Drück immer die falsche Taste. So, und zwar brauchen wir natürlich das hier. Schlüssel rein. Gib mir noch meinen Schlüssel wieder in die Hand. Danke. So, passt das. Und nochmal den Schlüssel in die Hand. Und jetzt passt das auch. So, wir können hier schon mal den Stromabnehmer hochfahren. So, Hauptschalter an. So, dann haben wir hier schon mal die Bremse nämlich raus hier, damit wir es nicht vergessen. Hier werden wir mal die Fahrernummer eintippen. 5180 war das, stimmt das? Ah, 1, 2, 3, 4. Ich habe es mir mal gemerkt. Ist natürlich jetzt nicht das erste Mal, die ich heute jetzt hier aufnehme, die Folge. So, Lern 2801 sind wir und 8:19 ist Abfahrt. So, und Menü, Haltestelle. Das war falsch übrigens. Wir müssen doch eine andere Linie nehmen. Und zwar Scheidplatz. Das passt hier schon ganz gut. So, Haltestellenliste. Was macht denn jetzt hier falsch hier? Was läuft gerade schon wieder schief hier? So. In der Ruhe liegt die Kraft. So. Fahrt wählen, Scheidplatz, genau. Menü, Haltestellenliste. Nein. Wieso wechselt denn der das jetzt nicht um? Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Menü. Wir stehen am Scheidplatz, ja. Menü. Schaltet jetzt hier aktuell gerade nicht um, warum auch immer. Wir nehmen das hier unten.
Nö. Schaltet jetzt hier aus irgendeinem Grund. Achso, warte mal, jetzt bin ich hier vielleicht gerade falsch. Ja, jetzt stimmt's auch. So, mein Gott. Das war jetzt aber ein Akt gewesen. So, wir haben eigentlich Abfahrt. So, Haltestellenbremse ein. Dauer öffnen. Doch, so passt das. So, haben wir offen. Ja, also, das ist auch. Auch ist jetzt ganz cool. Ich habe jetzt mich mal jetzt hier unten mal mit ein bisschen mit beschäftigt, ja. Das funktioniert jetzt nicht, weil jetzt wahrscheinlich alle Türen offen sind. So, machen wir mal alle Türen zu. Wartet mal. So. Sollten eigentlich alle Türen zugehen. Genau, jetzt können wir hier die nämlich hier öffnen. Und dementsprechend das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen ausfahren. Und ich finde, das ist eigentlich schon relativ klasse. So, jetzt kann der Rollwagen hier rauf hier. Ne? So, ich zoome mal ein bisschen ran. Ja. Jetzt können wir zum Beispiel heben. Ja. Aber auch wieder sinken. Ne? Mutter runterrollern kann. Und dementsprechend. Können wir es ja auch wieder einklappen. Ja, ich habe auch schon gesagt, also. Ein Knöpfchen fehlt mir noch irgendwie, aber ich denke mal, wenn man es weiß, dann, wie das funktioniert, dann klappt das Ganze schon. So, haben sie raus, vorwärts und ja, ich glaube, wir sind eigentlich soweit fertig. Los geht's. So, da bin ich ein bisschen zu langsam. So, ja, also wie gesagt, die Performance, die ist besser geworden. Liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen mit an den Einstellungen oder sowas, ne, die ich hier jetzt getätigt habe. Aber so an sich läuft jetzt. Das müsste man eigentlich nochmal das Ganze nochmal machen mit VR und Co. Ja, aber ich glaube, VR passt sich ja sowieso immer automatisch an. Sobald du den VR-Modus startest, gehen die Einstellungen dementsprechend oder stellt Lotus dementsprechend die Einstellungen halt um. Ja, also das ist schon mal eine coole Sache. Ja, aber so. Habe ich bis jetzt noch nichts festgestellt. Jetzt in den ersten 300, 400 Meter, die ich jetzt bis aktuell gefahren bin, ja, läuft hier eigentlich alles relativ rund, muss ich gestehen. So, ja, wir haben jetzt zwar wieder Verspätung, ist wurscht, weil ich jetzt natürlich hier mal ein bisschen rumgucke. Jetzt mussten wir schon ein bisschen doller in die Eisen. Da ging gerade nichts mehr. Ja, auch funktioniert jetzt das Ganze hier ohne Probleme. Ne? Also, ja, die Fensterscheiben können die Rollos jetzt hier einstellen. Ja, auch das hier ist alles vorhanden. So. Allerdings haut die Ansage wieder nicht hin. Ach, das ist ein kleines Übel hier. Das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich rausgefunden. So, Dauer öffnen. Ein. So, Ansage wiederholen. Das geht nicht. Linie 28, Richtung Sendlinger Tor.
Normalerweise macht er das immer automatisch. So, na denn. Wir hatten noch den Punkt. Tun wir mal noch. So, Ansage funktioniert gerade überhaupt nicht. Karl-Theodor-Straße. So, dann öffnen. Nee, das ist nämlich schon die Klimenstraße hier. Haltestellen ist. Muss man nämlich schon den Kuhfürstenplatz hier einstellen, damit das auch richtig funktioniert gleich. Das ist ein bisschen. Weiß ich nicht. Wieso, weshalb, warum? Ja, aber im Allgemeinen muss ich wirklich sagen, sieht das schon echt großartig aus. Also das kann sich schon mehr als sehen lassen, ja, das Addon Tram München. Ich weiß, dass es wirklich viele gibt, die mit Tram München wirklich noch warten, das zu kaufen, weil das Ganze ja auch noch im Early Access ist. Liegt aber einfach daran, weil halt Lotus allgemein noch im Early Access ist. Insgesamt sollen, wie gesagt, drei Strecken, ja, also drei Linien sollen verfügbar sein. Jetzt ist noch eine neue Straßenbahn angekündigt worden für Tram München, die ihr dann auch fahren könnt. Ja, also ist nicht nur der R2.2b, sondern ihr bekommt halt noch eine weitere ältere Straßenbahn noch dazu. Und das Ganze halt für diesen Preis, finde ich, ist es in Ordnung, geht das vollkommen in Ordnung. So. Ja, wenn man natürlich genau hinguckt, dann sieht man immer noch so den einen oder anderen Fehler, aber ich finde, das geht vollkommen in Ordnung. Auch finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, den R2B ziemlich cool gemacht eigentlich. Ja, also vom Innenraum her aus sieht er natürlich schon deutlich anders aus als jetzt der Berliner Manta. Ich bin wirklich gespannt auf das Endprodukt nachher. Die Straßen wirken nämlich auch relativ schmal. So. So muss das nämlich sein, genau. Das sind nämlich die ganzen Ansagen, die nämlich auch dementsprechend halt abgespielt werden. Ja, aber so an sich muss ich wirklich sagen. Also, ich finde es großartig, aber das liegt ja einfach schon daran, weil ich ja Lotus schon absolut abgrundtief liebe. Ja, da kann man mir das Ding malig reden, so viel man möchte. Also, ich sehe, dass Lotus Simulator eines Tages, wenn es nicht mehr im Early Access ist, schon sehr großartig wird. So, Türe auf. Ich hoffe, ihr hört das alles. Ja, aber ich denke mal, so von der Lautstärke müsste das eigentlich passen.
Ja, dass ihr das hören könnt. Die Ansagen, die waren vorher nämlich damals sehr, sehr leise gewesen. Man hat sie eigentlich sehr schwer verstanden, dadurch, dass die Straßenbahn halt relativ laut war. Aber so haben sie das nochmal dementsprechend angepasst. Das passt also. Fällt mir wieder was auf. Und zwar hier hinten war es definitiv hohl gewesen. Da stand keine Gebäude. Ich meine, das sind jetzt, sieht einfach aus wie jetzt so eine Textur, wo einfach nur Haus drauf geklatscht ist. Hier unten die Fenster, die gehen halt in den Boden rein. Das ist, sowas finde ich immer noch besser, als wie wenn da einfach eine gehende Leere halt ist. Ja? Also finde ich persönlich. Das ist ja auch wieder eine Geschmackssache, die wieder wahrscheinlich jeder wieder anders sieht. Aber so mag ich es tatsächlich lieber, als wie wenn das nachher, wie gesagt, wenn es halt einfach hohl ist. So. Natürlich, ja, man muss sich hier relativ viel umgucken hier im Cockpit, weil der Türöffner halt links auf der Seite ist, ja. Die H-Bremse auf der rechten Seite, also muss man schon so ein bisschen mal sich ein bisschen umschauen. Das funktioniert natürlich in VR richtig super, ja. Das ist ja cool. Ach, ich kann leider nicht abschließen, aber dass man hier die Klinke hier runterdrücken muss, damit die Tür aufgeht. Weil so geht's nicht, ja. Du musst halt wirklich die Klinke runterdrücken und die Tür öffnen. Großartig! Das sind so diese kleinen Sachen, die ich toll finde. So. Ja. Also, ihr seht es wahrscheinlich selbst, ne? Also, von der Performance her hat sich wirklich was getan. Ja, also, finde ich cool, finde ich wirklich cool. Ich meine, klar, das ist ein Payware-Addon, da kann man sowas auch vielleicht ein bisschen erwarten. Ja, aber dass die Jungs halt wirklich immer noch sehr, sehr stark dran arbeiten, ne? Weil man hätte sich jetzt natürlich dementsprechend auch ein bisschen ausruhen können, sagen können, ja, wir machen erst ein nächstes Update, wenn Lotus da mal wieder was Neues rausbringt oder sowas, ne? Klar, das hätte man alles machen können. Achso, wir haben Rot. Aber die arbeiten halt, werkeln weiterhin dran und ich finde, das machen die großartig. Team View App, ja, also das sind schon mit OMSI haben sie damals ja schon überzeugt mit ihren DLCs und das Ganze geht natürlich hier in dem Lotus-Simulator halt dementsprechend weiter. Ja. Wie gesagt, Early Access hinten oder her. Hier auf jeden Fall entsteht was Großartiges und ich bin halt wirklich mega zufrieden, dass ich dabei bin. Weil ich selbst halt diesen ganzen Job nicht ausüben darf. Ja. Das ist schon absoluter Bockmist. Pinakothek. So, und
Es gab ja jetzt zum Beispiel die Demo von der OMSI-Karte München. Ja, ich glaube, die ist vielleicht immer noch online. Also da könnt ihr sogar euch diese Demo immer noch runterladen, ja, falls ihr OMSI besitzt oder sowas. Und die Haltestelle Pinakotheken, die gibt es da auch. Ja, also das ist schon eine coole Sache, wenn sich das alles so miteinander, wie sagt man das jetzt, so ein bisschen überschneidet, so, weißt du? Jetzt habe ich falsche Reihenfolge gemacht. Wir haben mal Fehler drin, ne? Also allgemein haben wir hier zerstörtes Terrain drin, ne? Hier, das ist zum Beispiel halt so die Stelle, die ich jetzt hier meine, ne? Obwohl hier auch mega viele Terrainfehler drin sind, sehe ich gerade. Aber na gut, das ist auch bloß eine Nebenstraße. Das sollte entschuldigt sein, ne? Also hier, das sieht halt ein bisschen sehr eigenartig aus. Da fährt wohl zukünftig kein Bus lang. Wobei man hier auch nochmal sagen muss, ne, man darf es nicht verwechseln, dass die OMSI-Karte München nicht vom gleichen Entwickler ist wie die Lotus-München-Karte. Ja? Das sind zwei verschiedene Entwickler, die beiden haben nichts miteinander zu tun oder sowas. Ja? Auch wenn sich halt beide München als Ziel ausgesucht haben, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Entwickler. Ja? Ich glaube, ich habe da letztens im Livestream mal so eine Frage gehört oder irgendwie mal so eine Aussage gehört, dass das halt ein und die gleiche Person ist. Das stimmt nicht. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass jetzt View-App sich jetzt mit einer Lotus-Karte und einer OMSI-Karte beschäftigt. Also View-App ist wirklich nur für die Tram-München-Karte hier zuständig, hier in den Lotus-Simulator. Also macht euch da keine Sorgen, ja, dass das dann nachher irgendwie heißt so, ja, die haben ja so viele Projekte. Also das stimmt nicht, ja. Ja, ab und zu gibt es halt noch mal diese Ruckler, aber besser als, wie gesagt, in den Livestream läuft es allemal. Das ist jetzt auch wieder alles nur eine Sache der Einstellung halt, ne? Oh, hier auch ganz, ganz fies hier wieder, so ein Spline-Fehler, den wir hier vorliegen haben. Aber auch, wie gesagt, solche Sachen sind normal. Ich glaube, mit dem vorletzten Update ist irgendwas mit den Karten passiert. Ja, dass da viele, viele Lücken aufgerissen worden sind. Und ja, da passiert sowas leider. Aber wie gesagt, das ist halt alles Early Access. Muss man leider dazu sagen, es ist Early Access. Wie gesagt, das ist zum Beispiel ein Grund, den ich verstehen kann tatsächlich, nicht weil es irgendwie halt unfertig ist oder sowas und deswegen nicht finanziert wird, sondern weil halt im Laufe der Early Access-Fassung viel, viel passieren kann. Ne? Ich meine, der Lotus-Simulator richtet sich ja aktuell nicht komplett nur für Spieler, sondern richtet sich ja meist eher so für Leute, die bauen wollen, ja.
Und da kann es schon manchmal echt fies sein, wenn du da gebaut hast und startest das nächste Mal, wenn ein Update kam oder sowas, wird es gerade vielleicht umsetzen oder sonstiges und auf einmal siehst du denn diesen Salat. Ja, das ist dann natürlich nicht mehr schön. Aber das, wie gesagt, ist halt Early Access, das muss man leider in Kauf nehmen. Wenn man da sagt, so okay, da ist man lieber vorsichtig, ne, wenn man lieber abwarten, das ist ein Grund, den ich absolut nachvollziehen kann, ja, aber nicht von wegen, das Ding ist unfertig, deswegen unterstützt man solch ein Projekt auch nicht. Es ist halt Early Access halt, ne? Habe ich zum Beispiel auch gelesen, gehört halt, ja, dass sich der eine oder andere sich ein bisschen beschwert hat, dass die Linien ja so kurz sind, ja, hier in dem Add-on-Tram München. Da muss man auch wieder sagen, dafür kann ja der Erbauer nichts, ne, wenn die Straßenbahnlinien in Wirklichkeit wirklich so kurz sind in München. Wie gesagt, dann ist es natürlich, da kann der Entwickler ja nichts dafür. Ne, also, da dürfte er dann dementsprechend dem Entwickler da jetzt ja, nicht die Schuld in die Schuhe schieben. So, da sind wir auch gleich an unserer Endhaltestelle. Oh, die nehmen wir mit hier. Die schaffen wir nicht mehr. Aber sehr schöne Objekte. Ich bin ja jetzt selbst ja drinne, mich zu versuchen, selbst an eigenen Objekten zu bauen und zu basteln. Also, das sind schon schöne Objekte. Doch, doch, kann ich sehen lassen. Auch hier, ne, alles schön sehr, sehr detailreich. Osram. Glühbirnenhersteller. Schön. Galerie kaufen kannst du vergessen, das ist immer viel zu teuer. Da kannst du dir einkaufen gehen. So, Haarbremse rein und Türen auf. Hat sich der Fahrstuhl da gerade bewegt? Das ist ja gerade so, ob der sich bewegt hat. Das muss ich mir jetzt mal genauer anschauen. Ja, das ist natürlich cool. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Lift zum Passagengeschoss. Und jetzt. Nö, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Eine coole Sache. Ein paar animierte Objekte sind auch noch drin. So, und dann sind wir schon am Sendlinger Tor. Also ich find's klasse. Aber wie gesagt, sind halt Geschmäcker sind verschieden, ne? Da kann man halt sagen, was man möchte. Eine mag's, der andere halt nicht, und dann ist es halt so. Man kann es halt nicht jedem aufzwingen. Das lernt man irgendwann mit der Zeit wahrscheinlich oder so, ne? Aber wie gesagt, ich selbst habe damit jetzt nicht so die Probleme. Es ist auf jeden Fall sehr detailreich. Geht wahrscheinlich noch detailreicher, wenn man möchte. Sendlinger Tor. Umstieg zu U1, U2, U3 und U6. Change here for U1, U2, U3 and U6.
Wir schleifen leise, leise, ne? So, das ist für uns unwichtig. Das ist maximal 10 km hier. Da sind wir doch deutlich schneller unterwegs. Das Schild wirkt leider ein bisschen überdimensional riesig. So, hat automatisch auch schon umgeschildert. Das ist eigentlich auch schon eine relativ coole Sache. Ja, Leute, das soll es einfach mal für diese Folge gewesen sein. Wir werden uns in der nächsten Folge mal nochmal eine Nachtfahrt hier vornehmen. Mal schauen, wie es hier im Dunkeln aussieht, denn es hat ja teilweise, haben ja an vielen Ecken die Laternen gefehlt. Ich bin mal gespannt, ob sie mittlerweile vorhanden sind. Und hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare ballern, was ihr möchtet. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Und ja, damit verabschiede ich mich auf jeden Fall hier von euch. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!